Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert von der Siegfried AG Expect More, der CSS-Versicherung ganz persönlich. Und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Heute haben wir einen Gast im ZT-Studio, der schon einige Mal in den nationalen Schlagzeilen war. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Er ist als Baby auf dem Adoptionsweg in die Schweiz gekommen und hat sich dann schon früh als junger Mann der SVP angeschlossen. Heute kämpft er mit ziemlich harten Bandagen für eine restriktive Ausländerpolitik. Am Dienstag ist er von der Ortspartei Rotrisch zum neuen Präsident gewählt worden. Heute ist er zu mir ins ZT-Studio gekommen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Navin Hofstetter. Danke vielmals für die Einladung. Freut mich sehr. Ich habe Sie in der Moderation gesagt, Herr Hofstetter, Sie sind als Baby auf dem Adoptionsweg in die Schweiz gekommen. Und viele Personen, die adoptiert worden sind, haben ja das Bedürfnis, irgendeine ihre Wurzeln zu lernen. Ist das auch bei Ihnen einmal ein Bedürfnis gewesen? Nein, ich muss wirklich ehrlich sagen, das ist bei mir, hat sich nie ein Bedürfnis entwickelt. Es geht aber auch vielleicht in die Richtung, dass ich sehr gut bereicht habe mit meinen Adoptiveltern. Dort hat sich das Gefühl nicht entwickelt, neuem etwas wollen zu suchen. Mir ist auch bewusst gewesen, dass die Mutter ist schwer krank gewesen, der Vater unbekannt. Also, da habe ich wahrscheinlich auch gar keine Chance, etwas zu finden. Und dadurch, dass ich es gut bereicht habe und dieser Sache bin ich natürlich sehr dankbar. Und darum ja, hat sich das nie so entwickelt. Ich habe aber wirklich auch schon mit anderen Adoptivkindern habe ich die Diskussion geführt und dann haben die auch gesagt, ja, aber du musst doch und das sollst doch. Und ich habe dann irgendwie sie nicht verstanden und sie mich nicht. Das war noch ein spezielles Gefühl gewesen. Also ich habe dann aber auch wirklich nach einer gewissen Zeit nachvollziehen, wieso dass sie jetzt das Bedürfnis hatte und ich halt nicht. Weil eben, es ist sicher der grosse Grund, weil ich es sehr gut bereicht habe. Ihr Geburtsland, sind Sie schon mal gereist? Nein, auch nicht. Ich bin halt grundsätzlich gar nicht so gerne ins Ausland. Ich bin so richtige, fast ein bisschen Bünzli-Schweizer vielleicht, ich will das nicht negativ anschauen. Aber ich fühle mich sehr heimatverbunden, bin sehr gerne daheim. Ja. Sie haben sich ja dann schon sehr früh eben in der SVP angeschlossen. Wie hat Ihr das Umfeld reagiert, wo Sie dann plötzlich so ziemlich klar rechtspolitisiert haben? Ja, also das war natürlich schon zur Schulzeit gewesen, oder? Da habe ich schon, glaube ich, mit 15, 16 habe ich mich so ein bisschen interessiert, habe viel Fernsehen geschaut, was da so Politiker sagen. Und damals sind es so ein bisschen die Persönlichkeiten gewesen, Blocher, Maurer und Gietzendanner, die ich verfolgt habe. Und die haben mir vielmals aus dem Herz gesprochen. Und das hat sich dann dort schon entwickelt, auch in der Schulzeit. Denn in dem Sinne habe ich dann schon gemerkt, dass es eher in die linke Seite ist, wo uns in Ruin treibt in diesem Land. Oder? Das hat mich dort ein bisschen interessiert. Aber wie hat Ihr Umfeld denn so reagiert, wo Sie dann plötzlich so den Blocher als Vorbild hatten und so? Ja, ich bin dann erst später, also nach der Schulzeit, habe ich dann den Mut zusammengenommen, weil ich muss sagen, während der Schulzeit hat man mir natürlich jede Menge Schande vorgeworfen von SVP, also von der linken Seite, was die SVP für eine rechte Partei sei, für eine rassistische Partei, und da sagen dann gar nicht die Leute, die mich aufnehmen würden, und da sagen dann meine Feinde. Und da müssen Sie sich mal bewusst sein, dass jemand, der im pubertären Alter ist, wie hin und her gerissen, der sich dort fühlt. Oder? Wenn man einerseits Leute aus dem Fernsehen sieht, die einem aus dem Herz sprechen, auch durch die Erziehung, hat man bürgerlich erzogen worden, sage ich jetzt mal. Und das tut einem dann schon ein bisschen hin und her reissen. Und dann irgendwie hat man dann manchmal
bald auch das Gefühl, das stimmt sogar, was die Medien und die Linken einem da vorwerfen, beziehungsweise gegen die SVP. Dann haben sie es anders erlebt, wo sie dann offenbar als Lichttechniker am Ort dort geschafft haben, haben sie das anders genau, erlebt. Genau, das war in der Ostschweiz, wo ich einen Zufall an einem Ort geschafft habe, wo ich, das war dann eine Veranstaltung von der SVP, also ich muss das ein bisschen kurz und bündig sagen, es ist halt immer eine lange Geschichte, oder? Und dann, ich hatte zuerst nicht genau gewusst, was das für eine Veranstaltung ist. Ich habe dort meine Arbeit gemacht und dann, auch als ich heim bin, habe ich gedacht, ja, das sind jetzt aber auch noch herzliche Leute gewesen und wirklich sehr umgängliche Leute. Und dann habe ich dann herausgefunden, dass das eine Veranstaltung war von der SVP-Kantonalpartei St. Gallen. Und das ist der Toni Brunner, den ich dann dort kennengelernt habe. Und das hat bei mir wirklich irgendwie so ein bisschen aufgetan und musste sagen, ja, aber das stimmt doch gar nicht. Die Leute sind ja gar nicht so, wie alle denen vorwerfen. Und dann habe ich mich dann über das Internet bewegt. Haben Sie als andere erlebt bei der SVP? Sind Sie auf Widerstand oder so Feindseligkeit gestossen? Nein, ich muss Ihnen sagen, bei der SVP habe ich sehr, sehr selten irgendwie jemanden erlebt, der das Gefühl hatte, er müsse mich angreifen, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe. Es sind vielmals eher Leute, also Ausländer, sehr viele sind es gewesen, oder eben, wo ich dann später gemerkt habe, sie haben eigentlich eine total eine linke Ansicht. Und das ist eigentlich noch interessant, dass gerade ausgerechnet die Seite, die so sich weltoffen präsentiert, dass die dann einfach das Gefühl haben, das passe doch nicht. Und ich merke das auch heute noch. Es passt halt den Linken absolut nicht in ihr Weltbild rein, wenn einer mit einer dunklen Hautfarbe hersteht und eine bürgerliche Meinung vertreten. Jetzt sind Sie ja seit ein paar Tagen Präsident der SVP Rot-Risch. Das ist eine wichtige Sektion im Bezirk und viel Tradition. Was wollen Sie dort für Schwerpunkte setzen? Also ja, das sind die gleichen Schwerpunkte von der SVP, die sie immer wieder darstellt, in dem Sinn, dass man ein bisschen muss schauen muss, dass man im Sozialbereich, dass man das nicht aus dem Ruder läuft. Oder? Ich will nicht wie Aarburg enden, oder? Wo man vielleicht zu spät geschaut hat, oder einfach, wo man merkt, man hat fast keine Macht mehr, wenn immer mehr Leute ins Land kommen, wenn man immer mehr Leute muss aufnehmen muss, die halt eben uns in dem Sinn nur kosten. Und da muss man wirklich bei den Sozialausgaben, da muss man ganz gut heranschauen. Und das ist sicher eines der Schwerpunktthemen, wo ich ein Auge drauf habe. So, auch in der Präsident von einer Ortspartei, genau. das ist ja so immer der Anfang von einer Politikkarriere. Also, haben Sie da irgendwelche Pläne? Sie haben schon mal kandidiert für den Grossrat? Ja, ich bin vor 8 Jahren oder 9 Jahren Kandidat gewesen. Für mich ist nie ein Ziel gewesen. Also ich bin überhaupt nicht karrieregeil in dem Sinn. Oder? Ich sage, ich mache meinen Einsatz aus Überzeugung für die Partei, weil ich bin der grossen Überzeugung, dass die SVP die einzige Partei ist, die in diesem Land unsere Lebensform, unsere Kultur und unsere Gesellschaftsformen hochhalten und unterstützen. Und das ist eigentlich das, ja. Ja, wie sind Sie denn mit dem Formstand sonst von der Partei zufrieden? Das Jahr sind ja Wahlen, steht einiges auf dem Spiel. Wie sind Sie zufrieden mit dem Form von der Partei? Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. Es sind natürlich jetzt diverse Leute, die uns vieles vorwerfen nach dieser verlorenen Selbstbestimmungsinitiative. Aber ich muss Ihnen sagen, selbst in der Ortspartei Rot-Rist hat das uns wieder Zuwachs gegeben an Mitgliedern, auch an jüngeren Mitgliedern, die jetzt gesagt haben, jetzt kann es doch einfach nicht so weitergehen. Jetzt haben wir das so eine gute Abstimmung verloren, die wirklich für das Land gut gewesen wäre. Jetzt setze ich mich auch ein für die SVP. Also ich spüre da auch einen gewissen Aufschwung, auch von jüngeren Generationen. Das stimmt mir sehr zuversichtlich. Also wenn man so ein bisschen ist es doch noch sehr ruhig. Und man hat also eher das Gefühl, eine Partei schläft dort oder da noch ein bisschen. Also ja, es ist noch nicht so viel. Man spürt es nicht so viel. Dynamik von Seiten der SVP. Ja, gebe ich Ihnen vielleicht auf eine Art und Weise recht. Selbst ich, der natürlich sehr gerne, also ich sage, dass ich stehe auch dazu, dass ich auf dem rechten Flügel von der SVP stehe. Und dort hat man natürlich dann schon auch immer grosse Erwartungen. Aber die Erwartungen sind halt von vielen Seiten sehr gross. Und ich sehe heute auch als Mitgliederbetreuer, dass wir heute sehr viele Mitglieder neu anziehen aus verschiedensten Schichten. Also wir sind nicht mehr einfach nur eine Partei vom Mittelstand. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich ein bisschen kritisiere jetzt intern bei der SVP, dass man immer noch unten durchschreibt, Partei
für den Mittelstand. Wir sind heute viel mehr als nur da, weil wir eben eigentlich aus verschiedensten Bereichen Leute anziehen. Vielleicht sogar zum Teil Leute, die bekennende Sozialisten sind, die sagen, wir stehen ein für unsere Sozialwerke, aber wir sind nicht mehr bereit, dem Programm weiterzufolgen, das die SP führt. Weil die SP ist schon sozial, aber nicht sozial gegenüber den Schweizer manchmal, habe ich das Gefühl. Ich habe ein Stichwort. Die SVP hat ja gerade eine Kampagne lanciert. Im Zentrum stehen Leute, wo man vielleicht nicht gerade denkt, dass sie SVP wählen. Wir schauen zusammen schnell rein. Ich bin ein Secondo und ich fühle mich extrem wohl in der Schweiz. Ich habe einen Bachelor in Theologie und bin Crossfit-Trainer. In Nordkorea bin ich ein Marathon gerannt. Und ich wähle SVP, weil sie weltoffen ist und dafür schaut, dass sich alle an unsere Gesetze und Regeln halten. Also offenbar ein Nordkoreaner oder jemand aus Nordkorea, der SVP wählt, das ist schon ein bisschen dick aufgetragen, oder? Nein, finde ich gar nicht. Also, das spricht mir absolut aus dem Herzen. Das ist genau das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Wir sind heute sehr eine vielseitige Partei. Und ich bin in den letzten Jahren an sehr viele Ausländer hergeraten, wo ich muss sagen, das sind für mich vollwertige Schweizer. Oder? Weil auch immer mehr Leute, die zugewandert sind, verstehen langsam, dass man halt irgendwo gewisse Grenzen muss setzen, dass man nicht einfach ins Unendliche immer mehr Leute auf die gleiche Landesfläche lassen. Das geht einfach nicht. Mit dieser ganzen Geschichte, mit dieser Zuwanderung, die man nicht begrenzen kann, tun wir unsere ganze Infrastruktur, unsere Sozialwerke, tun wir längerfristig infrage stellen. Und das ist nicht gut. Und das sehen auch immer mehr Leute, die vielleicht nicht von der Schweiz sind, die eben vielleicht von der Türkei, von Italien oder wo auch immer her kommen, sehen das auch ein. Und da haben wir auch selbst in der SVP grosse Unterstützung. Wer sind denn Ihre politischen Vorbilder, so im Inland, aber auch im Ausland? Im Inland meine Vorbilder im Moment, das ist natürlich sicher der Uli Giezenthaler von früher her, oder? Das habe ich immer sehr stark verfolgt. Und im Moment ist ich habe auch eine grosse Achtung vor dem Albert Rösti, weil ich sage, heute ein SVP führen, gerade eben, weil wir aus verschiedensten Bereichen Leute anziehen, das ist nicht ganz so ein einfacher Job. Und auch für mich der Thomas Burgherr, oder, der Kantonalpräsident im Aargau, das ist nicht ganz ein einfacher Job. Und ich bin aufgewachsen in Wollen-Angliken mit dem Jean-Pierre Galatti, der auch Nationalratskandidat ist. Das ist wahrscheinlich einer der intelligentesten Leute, die wir überhaupt haben im Grossrat, als Jurist Sicht aus, oder? Und das ist für mich eine Riesenfreude. Ich bin bei ihm sozusagen politisch gross geworden. Er hat mich hier in Wollen-Angliken in die Ortspartei gerade in den Vorstand genommen. Da bin ich heute sehr dankbar. Und da habe ich grosse Achtung vor ihm und habe auch eine Riesenfreude, dass er jetzt für einen Nationalrat kandidiert. Sie sind ja irgendwie fast Tag und Nacht für die Partei unterwegs, Körper. In Ihrer Wohnung hängt das SVP-Plakat. Ist das immer noch so? Ja, Fahne. Ich habe nicht so gerne Bilder grundsätzlich. Das Einzige, was hängt, ist ein Bild, das aus der Natur ist, von einer Künstlerin. Und dann ist noch der Roger Federer hängt noch. Und dann eben der Aargauer Fahne und die SVP-Fahne. Ja, tatsächlich, das ist es. So in der Öffentlichkeit haben Sie es ja, die sind ja auch gerne provozieren, wie andere SVP-Vertreter auch. Also Sie haben zum Beispiel schon gespielt auch mit aufgeladenen Wörtern wie Neger oder schwarze Köpfe. Ja. Provozieren finde ich eigentlich das falsche Wort, sondern man tut halt vielleicht manchmal die Rhetorik ein bisschen anwenden, damit es auch gehört wird. Und für mich ist es einfach Fakten aufzeigen. Und ich sage, wir müssen in gewissen Bereichen einfach wieder besser den Mut haben können, besser herzuschauen. Und das ist sicher auch ein Thema Einbürgerungen, wo ich ab und zu schon ein Wort ergriffen habe dazu. Ja. Da kommen Sie auch, wenn Sie dann so auftreten, natürlich auch Reaktionen über. Erleben Sie denn im Alltag und nach Auftritt oder so Rassismus? Ja, vielmals eben eher von linker Seite. Oder? Das ist halt schon noch speziell, oder? Wenn man gerade bei diesen Leuten angegriffen wird. Und das sind zum Teil also wirklich Angriffe auch unter Gürtellinie. Also das ist wirklich zum Teil massiv. Also da muss ich sagen, da habe ich dann absolut kein Verständnis. Aber das zeigt ja, oder? Gerade die
Toleranten, die sich so tolerant geben, oder? Die sind dann eben manchmal gar nicht so. Wie äußern sich denn das? Also kommen sie Briefe über oder E-Mail? Ja, oder? Alles Mögliche. Also E-Mails, Telefonanrufe. Also ich habe Belästigungen per Telefon. Dort werde ich dann auch mal ein bisschen schauen, was das so sind. Ich bin dort immer sehr grosszügig, wenn es 17-Jährige, 16-Jährige sind. Dann muss ich auch mal sagen, ja, das sind Kinder und die sollen Kinder sein, die sollen ihre Dummheiten machen. Oder? Ich verstehe das auch heute durch die heutigen Medien. Also die Dinge, die man heute hat, dass man halt den Mut so hat, dem Politiker mal ein bisschen blöde Texte durchzulassen oder sogar anrufen. Und, ja. Aber das, ja, das ist. Aber belasten Sie das gross, auch? Nein, so das, die, da, eben, dem schenke ich auch nicht so grosse Beachtung. Es ist halt einfach sehr mühsam. Oder? Ich bin berufstätig und dann hat man manchmal so Anrufe. Und das ist ein bisschen ecklig. Ja, es müsste eigentlich nicht sein. Es müsste wirklich nicht sein. Und ich bin jederzeit bereit für ein Telefon, für ein anständiges Telefon. Mit mir kann man offen und ehrlich über alles diskutieren. Und das habe ich eigentlich viel lieber. Und auch wenn mir jemand anständige E-Mails schreibt, dann versuche ich nach Möglichkeit auch anständig zurückzuschreiben. Und bei angriffigen E-Mails, es ist zum Teil wirklich grusig, was geschrieben wird. Und dann kann ich halt nicht darauf eingehen, weil ich habe hunderte von Hassmails im Facebook, oder? Und ich muss Ihnen sagen, ich habe schlecht. Also ständig, oder? Ja, je nachdem, wenn ich öffentlich einen Auftritt habe, das wird morgen wieder zunehmen, da bin ich überzogen. Also sobald ich wieder irgendwo etwas über mich berichtet worden ist, dann kommen wieder Anrufe und halt im Facebook sehr viel. Aber ich habe wirklich schlichtweg gar keine Zeit, manchmal auf solche Typen einzugehen. Sind zum Teil schon Morddrohungen gekommen. Also sind dann schon Sachen darunter, wo man dann schon, wo es einem dann mulmig wird. Woher kommt das? Was vermuten Sie? Also wenn es gerade so schlimm ist? Ja, es sind so paar, die ich dann manchmal ein bisschen verfolgen. Und vielmals habe ich wirklich das Gefühl, das sind halt einfach Leute aus dem Ausland. Also vielmals sind es Ausländer. Oder wenn man dann ein bisschen schaut, oder? Heute ist ja im Facebook sehr vieles öffentlich von diesen Personen. Ob es dann halt stimmt, weiß ich nicht. Aber vielmals sehe ich dann halt, dass es ein bisschen Linksextreme sind. Und das ist wirklich manchmal sehr mühsam. Aber wenn Sie so viel unterwegs sind für Partei und Sie sind eine Unternehmung für Beleuchtungstechnik, was haben Sie denn sonst noch für Hobbys? Also was macht Hobbys, ja. Also, gibt es überhaupt einen? Nein, ich habe halt schon fast keine Zeit mehr für andere Hobbys. Für mich ist eigentlich die SVP, also das Politisieren ist eigentlich ein bisschen ein Hobby. Ich habe nie ein Amt angestrebt. Oder? Das ist für mich wirklich aus Überzeugung bin ich gern aktiv für die SVP und werde ich auch in Zukunft sein. Ja. Herr Hofstetter, ganz herzlichen Dank, dass Sie nach Ihrer Wahl als Präsident von der SVP Rotrist zu uns ins ZT-Studio sind. Genau, eigentlich nichts Aussergewöhnliches. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Glück bei Ihrer Arbeit als Präsident dieser Partei. Nächste Woche sind wir natürlich wieder für Sie da mit einem neuen Gast. Und zwar haben wir den Rolf Gasser hier. Der Rolf Gasser ist so etwas wie ein Miraculix, kann man fast schon sagen. Er ist nämlich Präsident vom Schweizerischen Druidenorden. Der Schweizerische Druidenorden plant oder baut in Zofingen eine Loge auf. Ich frage ihn, was es denn mit dem Miraculix wirklich auf sich hat und den Druiden. Bin gespannt. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden von der Siegfried AG Expect More, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich.